Hallo und herzlich willkommen zum Megaprojekt? Nee. Megaprojekt, nein. Nein. Zwar mit Markus, aber natürlich auf Tour warst. Genau, servus Leute. Ja. Aber ich bin auch schon ein bisschen neben der Spur heute. Ja, das ist die Weihnachtszeit, die ist so stressig, das ist ein Wahnsinn. Ja, da heißt es doch mal, Weihnachten wäre so schön entspannt und romantisch, aber insgeheim ist es ja einfach nur Stress. Eigentlich schon, halt, ich weiß nicht. Mir kommt schon manchmal so vor, dass das die letzten Jahre, ich muss sagen, da bin ich erst vielleicht am 24. halbwegs so ja, meistens hingekommen, auch dass ich bei mir erst so am Nachmittag. 24. am Nachmittag, ja. Das stimmt. Morgens ist noch so ein bisschen, vielleicht noch Geschenke einpacken oder sowas. Ja. Alles immer auf dem letzten Drücker. Genau, muss. Na, es ist wirklich so, dass so ein die Weihnachtszeit, ich weiß nicht, mir kommt das immer zu schnell alles in letzter Zeit. Das ist immer so, ach ja, Weihnachten kommt irgendwann. Und dann, ist ja, da. Dann so langsam könntest du mal Weihnachtsgeschenke kaufen, machst du dann vielleicht sogar. Und dann wird es irgendwann auf einmal dann so, ach ja, nächste Woche Mittwoch, okay. Na, dieses Jahr ist es Dieses Dienstag. Jahr ist Dienstag, ja, ich weiß. Meint jetzt nur so pauschal. Halt eigentlich in 2 Tagen, wenn das Video kommt. Oder in Ja, drei oder Tagen. in Drei drei, Tage. oder? Heute müsste Samstag sein, glaube ich. Na, Sonntag. Samstag, glaube ich. Bis Oder? Samstag hast du. Ja, das wäre. Ach Ich glaube, so. ich meinte das. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Exklusive. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also entweder ist es jetzt Samstag oder Sonntag. Ja, halt, es ist Ihr müsst demnächst es kein selber Weihnachten. wissen, sonst seid Genau. ihr komisch. Postet uns in den Kommentaren, was für einen Tag wir heute haben. Und da bin Wir ich auch wissen schon es wieder zu eigentlich. Hause. Wir wissen es eigentlich nicht mehr. Ah Wir ja, du sind. fährst ja weg. Stimmt. Muss ja mit der Schule und so. Ah, muss, müssen. Das Tüdeln. ist immer das Genialste, finde ich, gewesen. Immer lustige Zeit gewesen. Mit der Schule irgendwo hinfahren oder sonst wo. Ja, ich glaube, in der 13. Klasse wird das cool. Da fahren wir mit einem Bus, aber höchstwahrscheinlich nach Barcelona. Ich glaube, das wird ein bisschen cooler als 3 Tage irgendwelche Seminare anhören. Es kommt auf die Seminare an. Ich kann dir später mal einen Zettel mit den Themen geben, dann schlägst du dir die Hände über den Kopf zusammen. Ach, okay, das glaube ich nicht. Das wird sicher was Interessantes sein. Rhetorik, Schulung. Ich weiß nicht, wer sich die Themen ausgesucht hat, aber die sind, ja. Lustig. Ich hab's jetzt gerade nicht. Also die ersten 8 Themen fand ich komplett unwählbar. Welche 2 ich jetzt vor über 2 Monaten gewählt habe, weiß ich gar nicht mehr. Aber es waren die 2, die noch am harmlosesten geklungen haben. Okay. Und was hast du gewählt? Das eine stellt sich auf jeden Fall irgendwie mit Sinn des Lebens. Oh mein Gott. Ja, das andere war mir noch abgedrehter und das zweite weiß ich nicht mehr, was ich gewählt habe. Muss ich später mal gucken, Erklärst damit du ich. nachher dem Typen, der da das beibringen soll oder was oder will, was der Sinn des Lebens ist, einen riesengroßen YouTube-Kanal Oh zu ja. erstellen und 50 Milliarden Abonnenten haben Wären wir und dann natürlich logischerweise 50 Milliarden Euro am Tag. ja, so wir brauchen ja nicht übertreiben. Wir Ja, wissen ja alle, was man stimmt, mit einem dann Klick kriegen wir noch verdient. so einen Bonus von YouTube, weil wir so toll sind, und dann machen wir 100 Milliarden draus. Okay. Ich weiß nicht, mit übertreiben hatte ich es noch nie. Du bist jetzt unten am Feld. Du bist gleich Ich fertig, bin oder? gleich auf der Brücke hier. Weil du brauchst einen Anhänger dann bei dir. Ja. Passt. Weil ich fahre jetzt kurz die Seemaschine zum Hof zurück. Ja, Und worüber ich komm aber noch mal dann. reden wollte, fällt mir gerade ein. Wir hatten das ja schon mal so leicht angerissen, dass wir es das vielleicht, wenn wir mal irgendwann viele, viele Felder haben, dass wir dann so ein bisschen nach der aktuellen Jahreszeit gehen und dann in der Kartoffelzeit hauptsächlich Kartoffeln anbauen und ernten und sowas. Und da hatte ich dann auch die Idee, dass man das so machen könnte, dass man wirklich, wenn man wirklich mal alle Felder oder mehr als die Hälfte der Felder hat, dass man dann nach der Saat erstmal, nach der Ernte erstmal grubbert und dann das Feld erstmal liegen lässt, erstmal quasi dieselbe Frucht weiter aberntet, weil ja gerade die Saison dafür da ist. Und dann sagt man irgendwann, okay, jetzt fahren wir erstmal Gülle aus und dann könnte man, für den Zerion gibt es ja so einen schönen Aufsattelding da,
sowas dann damit machen und dann erstmal pflügen und vielleicht nochmal grubbern und dann erst säen. Also, wenn man dann wirklich mal so weit ist, dass man Oder eine viel, viel Land Zwischenfrucht hat. sehen und Genau, dann nachher wieder eingrubbert. dass man so richtig vielleicht auch mal Felder wirklich einfach mal 20, 30 Parts lang liegen lässt. Wenn das dann irgendwann, sage ich mal, auch von der Menge an Feldern geht. Bei Feld 1 bist du als nächstes, oder? Ja. Ist ja auch unser einziges Feld, was wir noch angebaut haben, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, so langsam komme ich aber mit dem auf den Feldwegen hier mit dem Drescher ein bisschen besser zurecht. Ich fahre jetzt hier nicht mehr ganz so einen Quark zusammen. Brauche bei Two Rivers fast keine Karte mehr. Bei Tourwas brauche ich keine Karte mehr, das stimmt. Halt die BDA-Karte meine ich jetzt da. Das ist so ab und zu, dass ich mal kurz drauf schaue, wo ich jetzt ganz genau bin. Das gucke Aber ich ganz selten nach, wenn ich mir nicht sicher bin, wo jetzt überall eine Tankstelle war oder so, ob ich noch ja. eine in der Nähe habe. Aber sonst eigentlich kann ich die Map auswendig. Ja. So gut wie. Ich hätte als nächstes gerne ein Feld, was so in der Ecke wäre, in der unteren linken Ecke. Also quasi westlich von Feld 32 und südlich von Feld 1. Irgendwo eins davon. Wenn da mal was im Angebot Halt ist. 25, so irgend sowas. Ja, 1 bis 31 oder vielleicht sogar 38, irgendwas von dem Streifen da. Das fände ich cool. Dass man dann irgendwie nochmal eine andere Ecke erschließt und dann könnte man sich irgendwann mal daran machen, wirklich großräumig quasi massenweise Land zu kaufen. Massenweise Land zu kaufen. Ich weiß Ich gar glaube, nicht, wir wie viel werden Hektar hat die ganze Map. eigentlich nicht allzu viel. 100 vielleicht? Na, mehr. Du hast ja Felder dabei, da wie die 10 Hektar sind oder sowas. Glaube ich zumindest jetzt. Ich weiß nicht genau, also 6 Hektar waren, glaube ich, Feld 32, oder? Und das ist, So ungefähr, ja, ja. 25 könnte 10 Hektar haben. Ups. Was? Ich habe mich jetzt verfahren. Da wollte ich eigentlich nicht Und ich mit wollte die rechts Maschine abbiegen sollen. ausklappen, habe aber stattdessen der Gerät hier ausgeklappt hier. Der Gerät. Der Gerät. Der Gerät arbeitet von alleine. Der Gerät ist Vorchef da. Ja. Der Gerät wird nie müde. Der Gerät schläft nie. Das war damals auch so richtig. Das war so ein Oh, ist da richtiger hier das Trend. gleiche angebaut? Ja, Da Raps. ist Raps angebaut, ja. Da haben wir jetzt gedacht, oh, ups, Sonst bin hätte ich man jetzt nochmal einen falsch? kleinen Ausflug machen müssen. Worauf ich dann auch irgendwie so ein bisschen später hoffe, dass man so am Anfang der Aufnahme denkt: Ja, heute fahren wir mal dann mit so einem Zerion Gülle aus und der andere. Dann hat man da irgendwie seinen Hof vollstehen mit Fahrzeugen und dann, heute nehme ich mal den kleinen Deutz oder so. Und dann, na, jetzt brauche ich mal was Stärkeres, nehme ich mal den 939 oder sowas. Ja, wir müssen den Hof vielleicht ein bisschen umbauen, dass da mehr Lagerhallen sind, also auch Unterstandshallen sind oder andere Hallen sind. Ja. Aber erstmal denke ich, dass wir damit noch ein ganzes Stück auskommen. Nur ja, es wird schon eng, es wird schon eng. Halt, wenn wir noch zwei, drei Maschinen, zwei, drei Anhänger oder sowas. Ja, Anhänger, da hätte ich gerne noch. Da bräuchte man zum einen noch, damit man besser abverkaufen kann, was Richtung einen LKW oder so. Aber ich Ja, hätte. dann hast du gleich zwei, drei Sattelauflieger, weil dann kaufst du vielleicht noch einen Sattelauflieger für Paletten. Ja. Dann brauchst du noch einen Sattelauflieger für, weiß nicht, für die normale Gerste, halt für normalen Korn. Dann brauchst du vielleicht noch einen Sattelauflieger, keine Ahnung, für was. Kartoffeln, Rüben. Zum Holzladen. Ja, Holzmod, da müssen wir später auch nochmal drüber sprechen. Da kamen jetzt ja wieder neue Bilder und ein kleiner Bericht. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Gestern Nacht kam der. Nein, habe ich nicht, aber du magst mich gerade spannen und ich will gerade jetzt Alt+Tabulator drücken und neu lesen. Also, es ist jetzt nicht so Nein, viel wir machen es Info, gleich aber es ist eine nicht. heiße Info, Okay, cool. definitiv. Und ich fahre Und gerade verkehrt. Na, ich ist egal. schwöre euch, wenn ich es irgendwie schaffe, so an dem Tag, wo dieser Mod rauskommt, da werde ich den noch richtig suchten. Und ich finde, die Map hier ist dafür eigentlich auch ganz gut noch gemacht. Man könnte oben, welche Felder sind das? 8 oder 8 oder Feld 10 da in Ja, der man Ecke. könnte auch da hinten, finde ich, leider bei Feld, wo halt wo das Feld 17 von der die Weide Feld 17 ist. Da ganz unten, ganz im Süden. Weide 17. Okay. Ganz Süden Das links. ganz im Süden und links. Ach, da, 8. Aha. Ja, da könnte man auch, Das stimmt. wäre auch genial, dort unten. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schick.
Ich weiß nicht, man wird wahrscheinlich nur. Zuschauer werden jetzt nicht mal wissen, um was wir reden, ganz genau. Über den Forstmord. Ich Einige weiß noch kennen den nicht. sicherlich, weil der ist, sage ich mal, ja, noch nicht draußen, aber trotzdem schon. Ja, Ich es weiß gibt nicht, die so. Facebook-Seite hat, glaube ich, auch mehrere tausend Likes. Ja, man darf das aber nicht verwechseln. Es gibt halt sozusagen, es hat beim LS11 so Forstmaps gegeben. Da sind halt irgendwo so Baumstämme herumgelegen und die hat man dann von A nach B fahren können Ja, und sowas bla gab es auch bla. schon für den 13er Und jetzt das gibt es auch für mittlerweile. den 13er. Und das verwechseln viele mit den halt mit dem richtigen Forstmod, was halt was. Und das. Boah, jetzt müsste ich lügen, was für ein Team das entwickelt. Bin mir nämlich jetzt Ich gar weiß auch nicht nicht, wie das sicher. Team heißt, aber das Team ist genial. So. Und ich bin gerade dabei, den sozusagen zu finalisieren, würde ich das sagen. Ja, das Und ist aber wirklich auch ein Mod. Der gehört dann schon so ein bisschen. Da könnte man wahrscheinlich eine ganze Aufnahme erst mal, wenn der raus ist, sehe ich eine darauf so ein bisschen. Ja, 15 das. Minuten nur. Da kannst du einen Livestream über den ganzen Abend machen. Ja, ein Livestream könnte man damit auch machen. Stimmt schon. Ah, ich hab noch eine Idee, die erzähle ich dir aber nach der Folge, damit das Publikum noch nicht so gespoilert ist. Aber ich glaube, da hätte ich eine Idee. Livestream vielleicht, aber noch was anderes. Ich bin nämlich jetzt aufs falsche Feld gefahren mit meinem Uber. Er steht jetzt da auf dem Feld, wo du auch bist. Ach so, und du musstest eigentlich bei 1, bei 32, ne? 32 hätte ich grubbern sollen, vielleicht. Wäre sinnvoll gewesen. Aber ich glaube, ich bleibe jetzt trotzdem da gleich Ja, wir stehen. müssen wieso noch groß ansäen, andüngen und so, das ist. Dünger. Dinger. Mal, ob die Kühe was haben wollen. Ich glaube nicht. Hier lassen Sie den. Achso, ich habe den Frontlader ausgewählt zum Abkoppeln. Meine Kühe wollen nichts, leider. Ja, Kühe finde ich auch. Eigentlich, wir haben eigentlich erst gerade so richtig angefangen. Ja, Kühe haben wir wirklich nicht viel, halt. Kühe haben wir quasi nur mal, um die zu haben. Stimmt, ja. Aber so der Punkt, dass man sich so morgens aussuchen kann, ja, heute nehme ich mal den und den, auf den freue ich mich auch schon irgendwie so ein bisschen. Was, den oder den Traktor oder wie? Ja, genau. Wo? Oder dass man wirklich dann mal so zwei Vollernter von jeder Sorte hat. Also Oder zwei divers Europa. oder unterschiedliche Europa hat vielleicht. ja jetzt auch einen Kartoffelernter rausgebracht. Okay. Und also nicht als Mod, sondern In echt. in echt. Und hoffentlich kommt dazu auch ein Mod. Der wird Weil. wahrscheinlich eh ziemlich auf dem Standard Euro-Tiger laufen. Ja, nur dass der Eurotiger hat ja zwei Hinterachsen. Und Okay. der Kartoffelernter hat nur eine. Na, dann wird er auf dem kleineren Rübenernter laufen. Ja. Auf dem, nicht auf dem Tiger, Und der auf kann, glaube ich, bis dem. 11% Hanglage und so. Okay. Ja, aber Also. das ist eh nicht viel. Ja, aber für einen Vollernter ist das doch schon was, oder? Ein cooles Bild, wo ein Vollernter ins Sliden anfängt, ins Rutschen. So richtig nach Überleg unten mal, und da der. sind 40 Tonnen irgendein Ja, Zeug und der drin. kippt. Und der kippt, halt der da drinnen sitzt, lenkt dagegen und die anderen schreien da draußen, er soll stehen bleiben. Und hinterhalb kommt immer der Arsch weiter runter, weil er so ins Kippen anfängt. Und Ja. oben, weil der eigentlich ja relativ schwer nach rauch ist, wenn der relativ viel Kladen hat, schaut das immer so aus, wie wenn der kippen würde, das ganze Ding. Ja. Halt Es schon ist ein schon Wahnsinn. echt brenzlig, würde ich sagen. Boah. Ja, coole Mods werden uns sicherlich jetzt noch in dem einem Jahr, wo der LS13 noch so alleine auf dem Markt ist, als guter Landwirtschaftssimulator. Da wird uns jede Menge, glaube ich, noch erwarten. Wir sind jetzt ja so gerade so ein bisschen auf der Halbzeit. Das Video kann ich dir nachher schicken mit den Seiten. Das schaut so genial aus, wo der so ins Runterrutschen anfängt. Ist auch direkt auf der Europaseite, halt wenn die Leute suchen. Ja, das ist aber auch richtig gefährlich. Nicht vom Tiger, sondern da ist nur ein Panther, halt mit einer Hinterachse. Okay. Der Es rutscht gibt ja auch halt. noch jetzt einen neuen Nachzug-Kartoffelernter. Achtzug. Also so für Ah, hinter den Schlepper. den Überladewagen meinst du? Nein, Kartoffelernter. Aber Okay. halt dreireihig ist der, glaube ich, oder zweireihig.
Ich finde sie halt mit GPS-Mod wäre das ja auch kein Problem mit einer Ja, Einrede. und es gibt jetzt sogar einen, heute ist der rausgekommen, ein neuer Mod, der dann Die erkennt der komische Stange Helfer da. irgendwie rein. Was? Habe ich so gelesen. Aber ich Du habe mir meinst den nicht ge. Reinerkenner, oder? Was heute auf Modhoster rausgekommen ist. Ich weiß es nicht genau. Ich habe den Das ist eine heute, ich weiß Stange, nicht. die du vorne drauf hängst und dann kannst du dir selber manuell einstellen, dass du in der Cockpit.